Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr euer eigenes kleines Menü erstellen könnt. Das Menü wird aus zwei Events im Grunde bestehen. Ja, also wir machen ganz normales Eventing. Wird mit zwei Events dargestellt, einmal hier und da. Die Grafiken übernehme ich einfach mal aus dem Netz, also ist nichts selbst erstelltes oder so. Benutzt ihr dafür der RPG Maker 2003 alias 2009 Ultimate. Das ist im Grunde 2003er nur ein bisschen verbessert. Also du hast zum Beispiel hier in den Events Editor halt zum Beispiel die Möglichkeit, die Code größer darzustellen oder ja, die Sachen sind halt farbig. Die Farbgebung kannst du dir auch selbst einstellen, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. So. Wir erstellen, wie gesagt, ein kleines Menü. Sounds und so übernehmen wir einfach aus dem Maker. Und ja, fangen gerade mal an. Zunächst erstmal Hintergrund und alles. Ich benutze mal dieses schöne Bildchen hier als Hintergrund und benenne das Tutorial Game mal The Tree. So, habe ich eben vorbereitet, so kleine ja, Titelbild, Überschrift, Start, Laden, Beenden. So, das ist das Grundlegende. Zunächst einmal will ich mir überlegen, wie ich denn das Ganze darstellen will. Ne? Also, ich mache so, dass das Ding einfach direkt auftaucht. Ne? Also der Hintergrund direkt ist. The Tree langsam aufschimmert, sag ich mal, also von Transparenz auf Helligkeit, also auf sichtbar schaltet. Und hier drüben, je nach Wahl, nicht transparent sind, wenn nicht gewählt 50% Transparenz und ein bisschen verschoben zur. Soll ich das machen? Ne, mach ich nicht. Ohne verschieben, einfach nur Transparenz. So. Da geht man jetzt wie folgt vor. Zunächst speichert ihr euch natürlich die ganzen Hintergründe, ne? Und die ganzen Daten halt. So. Auf 8-Bit setzen, ist ja der 2003er, der hat nur 8-Bit. Bei neueren Maker, wo die Methode auch angewendet werden kann eigentlich, ne, ist dieses ja, Schränkung halt eigentlich nicht gegeben. Transparenz nicht gegeben, deswegen kann Einzeltitel nicht benutzt werden. Daher nur so. Das gleiche machen wir dann für die ganzen Menüpunkte noch. Falsch. Gegeben werden sein muss. Ganz alles unnötig. Gibt dem Bild nur unnötig ja, Bits halt, die gespeichert werden. Thank you.
So, ist das alles erledigt? Kann man aus dem Editor eurer Wahl rausgehen? Ich benutze natürlich PaintNet, ne? Bin halt darauf ja schon abgestimmt, sag ich mal. Das könnt ihr alles einfügen. Zunächst stellt euch eine Map. Ich habe jetzt Menü-Tutorial mal benannt. Also da geht ihr jetzt auf die Eigenschaften und stellt ein Parallax-Background, auch genannt Panorama, ein. So, da wird jetzt immer der hier sein. Ja. Dann erstellt ihr euch ein neues Event, das nennt ihr Menü. Stellt das auf parallelen Prozess. Hier eine ganz wichtige Sache benutze ich zumindest immer gerne, und zwar ein auf die maximale Größe des Spieles, also des Screens vom Spiel ausgerichteten schwarzen Bild, den man einfach nur Black nennt, und den benutze ich dann halt als Teleporter oder so, weil dahinter kann man halt immer Bilder verstecken, muss man nicht immer unbedingt ausschalten oder so. Und bei dem 2K9 gibt es halt die Möglichkeit, ab ich glaube 1000 oder 2000 werden die Bilder nicht mehr gelöscht nach einem Map-Übergang. So. Den fügen wir natürlich jetzt auch ein. Pictures. So. Zunächst einmal wird für gewöhnlich ein Call Event bei mir gemacht, der halt alle Sachen ausschaltet im Grunde, also das Standardmenü, der ganze Scheiß. Hier werden dann die ganzen Sachen erstmal ausgeschaltet, also. Und muss ich gerade erstmal suchen. Ich bin blind. Ach da, ja. So, das Main-Menü verbieten. Dann den schwarzen Hintergrund. Natürlich nicht transparent. Auf 0 stellen. Das ist parallel im Prozess. Und unten hin noch ein Wait, damit das Ganze flüssiger läuft. So. Nachdem das abgefragt wird, also als nächstes wird das Menü eingerichtet. Sprich, alle Picture, die jetzt Verwendung finden, ne, werden abgelegt unter einer bestimmten Picture-ID. Ich fange jetzt bei 20 an und werden halt unsichtbar angezeigt. Nächstes die ganzen Ladescreens und alles. So, dann zeigt BG an, wenn ich das Ganze mal. Hier wird jetzt der dunkle Bildschirm wieder ausgeblendet. So, also Move Picture 2000. Nehmen wir mal das raus. Zeit von 2.
Setzen wir ein. Na, guck mal. Oh. 21 und löscht das Bild danach wieder. So. Somit wäre jetzt der erste Schritt getan. Jetzt. Zeigt Titel an. Als nächstes, wie gesagt, zeigt Titel an. Bedeutet, dass der 20, also Picture ID 20, wird jetzt im Grunde aufgeleuchtet. So, nehmen wir auch mal die gleiche Zeit. Wir erasen das aber nicht. So, als nächstes zeigt Menü Punkte an. Das ist das gleiche. Nur nehmen wir da drüben immer um 5 her. Also sprich, dass es verzögert auftaucht. Und dann nehmen wir 31 Sekunden. So. Nachdem das alles gegeben ist, kann man weitergehen. Und zwar wird jetzt ein Switch aktiviert. System Menü ist vorbereitet. So. An. So. Sobald der an ist, wird eine neue Seite aufgegangen. So. Und diese Seite steuert dann das Bewegen. Jetzt wird nämlich erstmal ein K gesetzt, wie du bewegen kannst. Bei mir Enter. Hier, das ist okay. Cancel brauche ich nicht, Shift brauche ich nicht, Right, Left brauche ich nicht. So. Menü, Taste. So. Also, du kannst jetzt runterklicken, hochklicken und den Key halt also betätigen im Grunde. So. Dann wird es jetzt abgefragt. Diese Taste, wie es weitergeht halt, ne? Also, Moment. Wenn 1 gedrückt ist, wird zum einen ein Soundeffekt ausgeführt. Soundeffekt. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Cursor 2. Eine volle Lautstärke ist ja jetzt egal. So. Dann wird Variable neu hinzugefügt, die nehmen wir einfach mal Cursor. Die wird plus 1 addiert. So, als nächstes kommt eine Abfrage, wenn Cursor 2 ist. 3, 0, 1, 2. Ne, wenn Cursor 3 oder höher ist. Ja, also, es gibt 3 Punkte. 0 ist Start, 1 ist Laden, 2 ist Beenden. Wenn der auf 3 springt, soll er wieder auf 0 landen. Heißt, wenn 3 oder mehr, setzt er 0. So. Das ist schon mal runter. Jetzt bewegt Cursor hoch. Kopieren wir das Ganze. Machen hier aber ein Minus. Und fragen den ab, wenn kleiner als 0, dann wird gesetzt auf 2. Also nur rückwärts. Jetzt könnten wir rein theoretisch mal den Cursor bewegen, haben aber noch nicht die Darstellung. So, die kommt jetzt. Dazu machen wir nur ein Event, nennen den einfach Cursor, machen den Switch, ist vorbereitet an, machen parallel den Prozess setzen und dann fragen wir ab, wenn Cursor. Ah, wobei ich habe was vergessen, und zwar, die sollen ja nicht alle
hundertprozentig leuchten. Ne? Jetzt setzen wir die mal zu Beginn alle mal auf 50 nur. Heißt, die halbe Transparenz wird nur halb sichtbar sein. So, jetzt fragen wir halt ab, wenn Cursor 0, also 0 betätigt ist, werden diese drei Bilder im Grunde sehr schnell, aber machen wir eine Sekunde, Millisekunde rein. Jetzt kopieren wir es dreimal. Heißt, ist dreimal im Grunde das gleiche gegeben, dass alles immer halt auf halbe Transparenz gesetzt ist. Jetzt gehen wir halt stufenweise hoch, 1, 2 und dann hier drüben jeweils den ersten, dann den zweiten, den dritten, halt mit der Helligkeit weg. So, das ist im Grunde schon die Darstellung. Jetzt starten. Wir sehen da, wir kommen rein. Titel wird aufgeleuchtet. Jetzt habe ich noch was vergessen oder beziehungsweise wahrscheinlich was falsch gemacht. Und zwar. Ja. Und da habe ich noch was vergessen. Und zwar, der Held soll ja nicht sichtbar sein. Ne? Ist ja blöd, wenn er da ist. Deswegen wird der Held einfach transparent gesetzt. So. Jetzt, wenn wir starten. Dann die ganzen Menü und dann wieder aufgenommen. Bewegt sich aber irgendwie noch nicht. Ah, ich habe was vergessen und zwar, dass der Dreh muss auf 4 gestellt werden. Passiert da nichts. Ah, jetzt. So. Und somit können wir unser kleines Menüchen schon mal bewegen. Aktion hat das Ding noch keine, weil hat halt noch keine. Jetzt könnte man die Aktionen theoretisch relativ einfach reinmachen. So, dazu geht man wieder hier auf das Event, auf die zweite Seite. Macht neue Abzeile. Also, ich beschrifte mir das immer gern. Wenn Taste 5 gedrückt ist, soll erstmal so Cursor-Musik kommen, ne? Kennt man doch. Dann wird abgefragt, welcher Cursor denn jetzt, also welche Position jetzt ist. Das würde ich auch wieder benennen. Dann hat man später bei der Fehlersuche oder allgemein hat man halt eine bessere Übersicht. Stufenweise hochgehen. Beenden und laden ist also ich habe es anhand eines Patches, der mir erlaubt. Das ist 3350, glaube ich, war das. Diese Variable ist vorgegeben und die ist halt diese Ausschaltvariable oder Einschalt. So. Laden, beenden. Fragen kann ich euch das gerne schicken mit dem Patch. Wenn ihr das In-Game-Menü, also das Standardmenü, nicht haben wollt. Natürlich kann man die Methode, die ich jetzt benutze, auch für normale Menüs benutzen. Also jetzt nicht Startmenü, sondern In-Game-Menüs mit Lebenspunkten und all dem ganzen Zeug. So, 2 ist beenden. Wenn du auf 1 gesetzt hast, ist laden. Davor muss immer noch ein
End Event Processing. So, so. Bei 0 soll der. Nein, Moment. So, hält wieder sichtbar sein. Und wir teleportieren uns da mal auf eine Testmap von hier. So. Starten wir das Ganze. Und wir können schon wieder, wie gesagt, rumgehen. Wir können auf Laden gehen. Kommen wir hier hin. Zack. Ja. Beenden. Schalte das ganze Ding halt aus. Und wenn wir auf Start gehen, kommen wir auf eine andere Map. So. Das ist jetzt im Grunde meine Methode, Menüs zu machen. Natürlich kann man die noch verstricken, kann man alles in einem Event lagern und. Also es gibt dem Macher sind keine Grenzen gesetzt eigentlich, außer Grenzen, die man sich selbst setzt. Ne? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen lernreich für euch. Und ja, man sieht sich dann bis zum nächsten Tutorial. Bis dann.